Hallo Kinder, ich lese gleich das vierte Kapitel aus Elliot und Isabella und die Abenteuer am Fluss und sag kurz, was vorher passiert ist. Elliot, der Rattenjunge, wohnt ja normalerweise in der Stadt und ist aber durch ein Hochwasser hinausgespült worden aufs Land. Und dort hat er ein bisschen Angst, kennt sich nicht aus auf dem Land. Und da kommt aber das Rattenmädchen Isabella. Die beiden lernen einander kennen. Isabella lebt auf dem Land und kennt sich gut aus. So, und nun lese ich das vierte Kapitel. Und Elliot hat also vor, jetzt nach Hause zu gehen zu seinen Eltern. Das vierte Kapitel heißt Rattengift. Einige Tage noch wohnt Elliot bei Isabellas Familie in den Wurzeln der alten Eiche, bis er wieder ganz bei Kräften ist. Heute soll es losgehen, zurück in die Stadt. Die Morgensonne strahlt in die Wurzelhöhle hinein und Isabella und ihre Mutter schmieren für Elliot ein paar Butterbrote. Das ist eine weite Reise bis in die Stadt, sagt Isabellas Mutter. Ich weiß, sagt Elliot. Wenn er daran denkt, tagelang ganz allein durch die Wildnis zu marschieren, wird ihm ganz mulmig zumute. Vorher holen wir beim Bauern noch Käse, sagt Isabella. Beim Bauern? Fragt Elliot. Ist das nicht gefährlich? Ivo ganz harmlos, sagt Isabella, schnappt sich eine große Tasche und läuft los, so schnell, dass Elliot Mühe hat, ihr zu folgen. Ja, aber Isabella, auf dem Bauernhof gibt es doch bestimmt Menschen und Katzen und Hunde. Ja, sagt Isabella, aber auch den herrlichsten Käse, den größten Schinken, den leckersten Kuchen und das köstlichste Brot. Bald kommen sie zu einem breiten Weg, auf dem deutlich die Spuren eines Traktors zu erkennen sind. Dort drüben ist es, sagt Isabella. Hinter ein paar mächtigen Eichen liegen mehrere Gebäude aus rotem Ziegelstein. Siehst du die Tür dort drüben? Da geht's in die Speisekammer. Elliot blickt über den Hof. Plötzlich zuckt er zusammen. Nur wenige Meter entfernt döst ein riesiger Kater in der Morgensonne. Der Rattenjunge spürt, wie seine Knie ganz weich werden und zu zittern beginnen. Leise flüstert er Isabella zu: Den Vorratskeller können wir wohl heute vergessen. Wieso das denn? Fragt Isabella. Elliot zeigt auf den Kater. Ach der, sagt Isabella, guckt sich noch einmal nach allen Seiten um und geht dann seelenruhig über den Hof direkt an dem Kater vorbei. Elliot ist starr vor Schreck. Mitten auf dem Hof dreht Isabella sich um und ruft: Nun komm schon! In diesem Moment hebt der Kater den Kopf. Als er das Rattenmädchen bemerkt, springt er kreischend auf und zischt davon. Elliot reibt sich die Augen. Was ist denn mit dem? Isabella zuckt mit den Schultern und sagt: Wissen wir nicht. Wahrscheinlich wurde er als Kind mal von einer Ratte verprügelt. Vor Mäusen hat er aber auch Angst. Egal, Glück für uns. Und Isabella rennt hinüber zu der Tür. Elliot blickt sich unsicher um. Dann fasst er sich ein Herz und folgt dem Rattenmädchen. Die Tür ist einen Spalt breit geöffnet. Sie huschen hinein und hüpfen die Treppe hinunter. Elliot traut seinen Augen nicht. Sie stehen mitten in einem großen Kellerraum voller Regale, in denen duftende Schinken, riesige Käseleibe, frisch gebackene Brote und sogar zwei saftige Sahnetorten stehen. In einer Ecke sind Weinfässer gestapelt und in einer anderen Ecke sieht Elliot Dutzende von Marmeladengläsern und Honigtöpfen und Butterfässchen. Weiter hinten stehen Kisten mit allerlei Gemüse und daneben liegen Berge von Kartoffeln. Aber das Allerverwunderlichste ist,
Überall wimmelt es von Mäusen und Ratten. Aus jedem der Regale dringt Knabbern, Knurpsen, Rülpsen und Pupsen und Tuscheln und Lachen an Elliots Ohr. Und aus der Ecke mit den Weinfässern dröhnt ein lallender Gesang. O Wein, du meine Liebe, kipp ich gern mir in die Rübe. So ein Fässchen ist was Feines, besser so eins als gar keines. Was ist denn das für ein schreckliches Lied? Flüstert Elliot. Das ist Friedrich, der singt immer so schräg, sagt Isabella. Und betrunken ist er heute auch noch. Sie geht zu dem lallenden Rattenjungen und ruft, Friedrich, du solltest dich schämen, so viel Wein zu trinken. Oh, Isabella, hallo, sagt Friedrich. So viel habe ich aber gar nicht. Da wird Friedrich von einem großen Ratz unterbrochen. Oho, die schöne Isabella auch mal wieder hier. Hätte ich mir ja denken können, sagt Isabella, dass du dich auch bei den Weinfässern herumtreibst, Roderich. Roderich grinst. Und wer ist das kleine Männlein da, das sich hinter dir versteckt? Elliot tritt hervor und sagt, Elliot ist mein Name. Wohl nicht von hier, was? Fragt Roderich mit schneidender Stimme und nimmt einen kräftigen Schluck Wein. Nein, ich komme aus der Stadt. Gerade will Roderich etwas sagen, als ein anderer Ratz schmatzend unter einem Regal hervorlugt und ruft, Hey da, kommt mal alle her, ich hab was Neues entdeckt. Schmeckt tierisch gut! Die vier laufen herbei. Unter dem Regal liegen lauter rot glänzende Kugeln. Oh, rote Bonbons! Staunt Friedrich und zerbeißt eine der Kugeln. Karl, du findest immer die besten Sachen. Elliot schnüffelt an den Kugeln. Irgendwie kommt ihm dieser Geruch bekannt vor. Er denkt angestrengt nach. Dann fällt es ihm ein. Seine Augen weiten sich. Nicht! Spuck das aus! Schreit Elliot. Das ist Rattengift! Friedrich und Karl blicken Elliot mit großen Augen an. Rattengift, sagt Roderich. So ein Quatsch! Glaub mir, das ist ganz schlimmes Rattengift, ruft Elliot. Das habe ich schon mal in unserem Keller in der Stadt gesehen. Die anderen Ratten und Mäuse sind aus ihren Verstecken gekommen und verfolgen neugierig den Streit. Einige schnüffeln an den roten Kugeln. Friedrich und Karl, der noch immer unter dem Regal hockt, haben zu kauen aufgehört. Hab ich schon mal in der Stadt gesehen, äfft der große Roderich Elliot nach. Und drohend baut er sich vor Elliot auf. Du glaubst wohl, nur weil du aus der Stadt bist, weißt du alles besser, hä? Du eingebildeter Fatzke! In diesem Moment verdreht Friedrich die Augen und kippt um. Ein erschrockenes Raunen und Tuscheln geht durch den Raum. Da ruft eine Maus, guck mal, Karl, er bewegt sich nicht mehr. Elliot packt Friedrich unterm Arm. Schnell, helft mir, wir müssen ihn aufrichten. Ihr anderen müsst das Gleiche mit Karl machen. Isabella hilft Elliot, den ohnmächtigen Friedrich auf die Beine zu stellen. Roderich und zwei Mäuse ziehen Karl unter dem Regal hervor. Jetzt brauchen wir eine Vogelfeder oder sowas, sagt Elliot. Die Mäuse und Ratten suchen fieberhaft den ganzen Keller ab. Da meldet sich eine Spitzmaus aus dem Käseregal. Hier ist eine alte Taubenfeder, aber sie ist etwas verstaubt. Komm schnell runter und steck sie in Friedrichs Hals, sagt Elliot. Die Spitzmaus schiebt die Feder in Friedrichs Maul bis in den Hals hinein. Der schmächtige Rattenjunge röchelt und hustet und prustet, wacht auf, läuft grün an und erbricht alles,
was in seinem Rattenmagen ist, in hohem Bogen auf den kalten Steinfußboden. Bäh, raunt es aus allen Winkeln. Dann wird die Feder in Karls Hals gesteckt. Auch Karl erbricht seinen ganzen Mageninhalt auf den Fußboden. Bäh, raunt es noch aus allen Ecken. Mit zitternden Knien stützt Friedrich sich bei Elliot und Isabella ab. Seine Augen sind ganz blutunterlaufen und blicken ängstlich in die Runde. Was ist denn passiert? Mir ist so furchtbar übel und ich sehe lauter Blitze. Ich auch, stöhnt Karl. Das wird schon wieder, sagt Elliot. Ihr müsst jetzt ganz viel Hagebuttentee trinken. Hagebuttentee? Wiederholen Karl und Friedrich und machen dabei ein sehr entsetztes Gesicht. Ja, der treibt das Gift aus eurem Körper, erklärt Elliot. Übrigens, Kinder, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob ich damals, als ich das geschrieben habe, nachgelesen habe, ob Hagebuttentee tatsächlich Gift aus dem Körper treibt. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kann aber sein. Hagebuttentee ist jedenfalls gesund. Und jetzt sagt Elliot: Und jetzt bringen wir euch nach Hause. Ihr braucht unbedingt Bettruhe. Elliot und Isabella steigen vorsichtig mit Karl und Friedrich die Kellertreppe hinauf. Bravo, Elliot, ruft da eine Maus aus dem Marmeladenregal. Bravo, rufen die anderen Mäuse und Ratten und klackern mit ihren Krallen auf die Regalbretter. So ungefähr. Oder so. Isabella bringt Elliot zum Fluss hinunter. Die Sonne steht schon hoch am Himmel und überall wimmelt und wuselt es in den Sträuchern und im Unterholz. Elliot blickt sich um. Hier auf dem Land ist es wirklich ganz anders als in der Stadt. Ob ich es alleine bis zur Stadt schaffen werde? Da hört er Schritte. Es ist Roderich, der mit einem Bündel in der Hand angelaufen kommt. Ich habe gehört, du gehst zurück in die Stadt, sagt Roderich atemlos. Ich habe dir einen Sack voll Proviant gepackt und ich wollte dir noch danken, dass du Friedrich und Karl das Leben gerettet hast. Nichts für ungut. Das ist nett von dir, sagt Elliot und nimmt das Bündel an sich. Tja, sagt Roderich und guckt erst zu Isabella und dann zu Elliot. Ja, dann ziehe ich wohl mal wieder los. Als der große Ratz verschwunden ist, sagt Elliot, dann muss ich mich wohl auf den Weg machen. Und plötzlich wird ihm ganz schwer ums Herz. Du wirst es schon schaffen, sagt Isabella. Denk daran, du musst einfach nur flussaufwärts gehen. Kommst du mich denn mal besuchen? Fragt Elliot. Ganz bestimmt, sagt Isabella und gibt Elliot einen Kuss auf die Wangen. Elliot wird rot wie Himbeerkuchen. Dass ich auch immer rot werden muss, sagt er. Isabella kichert. Jetzt musst du aber wirklich los, sonst musst du noch eine Nacht bei uns bleiben. Nee, das kann man anders vorlesen, warte mal. Isabella kichert. Jetzt musst du aber wirklich los, sonst musst du noch eine Nacht bei uns bleiben. Wäre gar nicht so schlecht, sagt Elliot. Aber dann gibt er sich einen Ruck und stapft los. Isabella blickt ihm lange nach, so lange, bis der Rattenjunge hinter der Flussbiegung verschwunden ist. So, das war das dritte Kapitel. Das war das vierte Kapitel aus Elliot und Isabella und die Abenteuer am Fluss. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, Kinder. Macht's gut. Tschüss. Ausschalten. Tschüss.